Wenn man sich wundert, wie der NSU solch eine Masse an Helfern gewinnen konnte, kommt man schnell zur Frage, wie stark rechtes Gedankengut auch bei der deutschen Bevölkerung verankert ist. Clara Herrmann und Tobias Fricke haben eine Auswahl von Zahlen und Begebenheiten zusammengestellt, die nachdenklich machen. Am 13. Juli 2007 werden in Merseburg, Sachsen-Anhalt, 8 zumeist linksorientierte Jugendliche im Merseburger Schlossgarten von Rechtsextremisten angegriffen und verletzt. Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes der Stadt greifen nicht in die Schlägerei ein, sondern beobachten den Überfall lediglich. Die Zahl rechtsextremer Angriffe wie Propagandadelikte, Volksverhetzung, Beleidigung und Anschläge auf Flüchtlingsheime hat sich im Jahr 2013 im Vergleich zu 2012 nahezu verdoppelt. Am 21. Juli 2007 wird in Dresden ein 27-jähriger indischer Student in einer Straßenbahn von einem glatzköpfigen Mann mit einem Schlagring niedergeschlagen. Der Student erleidet eine Platzwunde, die genäht werden muss. Viele Fahrgäste sehen zu, niemand schreitet ein, niemand alarmiert die Polizei. In Ostdeutschland erfolgen statistisch gesehen 2 rechtsextremistisch motivierte Angriffe pro Tag. Bei einem Konzert im Davapo-Vereinshaus in Zellamelis am 25. Februar 2012 werden mehrere Besucher von einem Neonazi aufgrund ihrer Kleidung als Schwuchteln und Scheißhomos beschimpft. Er greift 2 Menschen tätlich an, ein junger Mann wird von ihm mit mehreren Schlägen auf den Kopf attackiert. Die Betroffenen werden anschließend von einem Mitglied des Vereins vor die Tür gesetzt. Er wirft ihnen vor, den Gewalttäter provoziert zu haben, weil sie der Homophobie des Neonazis widersprachen. Von 1990 bis 2013 kosteten rechtsextreme oder rassistische Übergriffe mindestens 184 Menschen in Deutschland das Leben. Nur 63 von ihnen werden von der Bundesregierung offiziell als Opfer rechter Gewalt anerkannt. In Blankenburg im Harz wird ein 59-jähriger Obdachloser von 2 jungen Männern im Alter von 17 und 20 Jahren erschlagen. Gegen den älteren der beiden polizeibekannten Täter wurde bereits wegen Besitz einer rechtsradikalen CD ermittelt. Von einem politischen Motiv für die Tat werde jedoch nicht ausgegangen. Setzt man die Anzahl der Todesfälle ins Verhältnis zu den Einwohnerzahlen der alten und der neuen Bundesländer, liegt die Zahl tödlicher Übergriffe in den neuen Bundesländern knapp 5-mal höher. Nach der WM-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien kommt es am 4. Juli 2006 in der Erfurter Innenstadt zu Ausschreitungen und rassistischen Angriffen. Ein Mann wird wegen Zeigen des Hitlergrußes festgenommen. Italienische Restaurants werden angegriffen und Mitarbeiter rassistisch beschimpft. Vor dem Rathaus versucht eine aufgeputschte Menge, eine Italienfahne anzuzünden. Laut einer Langzeitstudie der Universität Leipzig haben Menschen, die nach 1981 in Ostdeutschland geboren sind, ähnlich häufig eine rassistische Einstellung wie Menschen, die vor 1930 im Westen geboren sind. Weiterhin ist in Westdeutschland jeder 10. antisemitisch eingestellt, im Osten ist es jeder 16. Am 12. Januar 2014 wird auf einem Spielplatz in Weimar ein Stipendiat aus Kolumbien, der dort mit seiner Tochter spielt, von einem Mann in schwarzer Kleidung und Glatze angepöbelt. Was wollt ihr hier? Das ist ein deutscher Spielplatz. Der ist nicht für euch. Verpisst euch. Vater und Tochter verlassen aus Angst vor dem Mann den Spielplatz. Am Nachmittag desselben Tages werden sie auf einem anderen Spielplatz in der Nähe von einer Gruppe junger Männer bedroht. Der Anführer der Gruppe gibt einem Mann, der in einem Auto neben dem Spielplatz sitzt, ein Zeichen. Daraufhin werden die Betroffenen von dem Auto bis vor das Wohnhaus verfolgt. Das waren nur einige wenige Ereignisse, die sich in den vergangenen Jahren in Deutschland ereignet haben. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt aus all den rechtsradikalen Übergriffen der Vergangenheit.